Ja, wie wir aus der Geschichte wissen, dass es Imperien, Reiche gibt, die kommen und die gehen. Sie werden groß und beherrschen viele Menschen, ja, haben viele Völker manches Mal und haben immer wieder das Bestreben, sich auszudehnen über die ganze Welt. Aber letzten Endes, ob es das Römische Reich ist, das vorherige griechische, assyrische, einfach all die vergangenen Reiche. Wir merken, sie kommen und sie gehen. Auch das Kaiserreich, das wir in Österreich hatten, ist schon längst Geschichte. Aber es gibt ein Reich, das nicht vergeht. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Das wird uns geschildert im Buch Daniel im 7. Kapitel, wo er eine Vision hat, die ja unwahrscheinlich erstaunlich ist. Er sieht da den Menschensohn und er ist geschockt, also er ist erschüttert, nachdem er diese Vision hatte, diesen Traum, weil es so gewaltig ist. Und wir können uns das jetzt auch nicht richtig vorstellen. Aber es ist das Reich und der Bereich, der für alle Kinder Gottes vorhergesehen ist, in diesem Reich zu leben, für dieses Reich zu leben und wenn es sein muss, auch für dieses Reich zu sterben, wie es auch in unserer heutigen Zeit passiert, wo Menschen, weil sie Gott mehr glauben, als was Menschen sagen, darum sterben müssen. Und Gott hat uns errettet, heißt es, aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser im 1. Kapitel. Also da sind wir ge- und begründet, be- und gegründet in diesem Reich, in dem Reich seines geliebten Sohnes. Dort gehören wir hin. Auch wenn wir hier noch auf Erden leben. Und wir sind aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen worden durch die große Liebe und Gnade Jesu. Darüber sollen wir dankbar sein. Und dafür sollen wir immer wieder berichten und erzählen, dass es diese zwei Reiche gibt. Das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Und da haben wir auch die Möglichkeit und manchmal sogar auch die Aufgabe, Menschen davor zu warnen, aus diesem Reich der Finsternis rauszukommen, sie einzuladen. Aber das liegt an dir und mir, ob wir da gehorsam sind. Vielleicht hast du heute wieder hier und da eine Möglichkeit, davon zu reden, davon Zeugnis abzulegen. Von dieser Errettung, die dir geschehen ist, in Jesus, aus dem Machtbereich der Finsternis gerissen worden zu sein und versetzt in das Reich des geliebten Sohnes Jesu. Was für eine Botschaft! Was Wichtigeres und Wertvolleres können wir nicht berichten.